Hallo Leute, Silvia und willkommen zurück zu Foundry. Wir stehen hier vor unserer Forschungsanlage und wir sehen, 6 von 8 Server sind am Arbeiten. Das ist gut. Ich musste dazu noch unwesentlich mehr ausbauen. Guck mal, ich habe hier das Ganze nochmal verdoppelt. Auch nach dieser Seite hierhin verdoppelt. Jetzt haben wir genug davon. Jetzt kommt hier genug grünes Zeug raus, weil daran hängt's. Was ein bisschen merkwürdig war, weil man kann es kaum sehen, ne? Hier steht jetzt von 1,5 pro Minute, kommt hier raus. Das heißt, das sind 3 und 6 pro Minute. Ne? Das ist dann tatsächlich genau das, was hier auch ist. Warte mal, finden wir das doch, eigentlich müsste das hier gehen. Na, man sieht es kaum, aber das sind halt 3 pro Minute. Aber, da kann man es sehen, 3 pro Minute sind also auch 6. Aber es hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Es waren 3 ganz selten mal, oder ich glaube gar nicht, ein Vierter am Arbeiten. Deswegen sind wir jetzt bei 6. Oh, jetzt haben wir sogar 7, die arbeiten. Das ist jetzt sogar 8. Oha. Ja, das heißt aber, dass das hier irgendwann leer läuft. Ich habe hier nochmal Kisten zwischengestellt, um die zwischenzubunkern, die Sachen, wenn das mit irgendwelchen Geschichten mal wieder länger dauert. Ansonsten haben wir jetzt echt eine ganz gute Forschungsgeschwindigkeit mit den 8 Dingern hier. Aber es ist nicht so einfach. So. Ansonsten, wo wir jetzt die grüne Forschung haben, wäre die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt können wir erstmal gucken, ob unser Freund ja, hier was sagen wird. Olumid. Ja. Richtig. Dieser Mond wurde von der Foundry-Initiative nicht nur deswegen ausgewählt, weil er reich an Mineralien ist, sondern auch wegen einer flüssigen Ressource namens Olumid. Diese klebrige Flüssigkeit kann zu verschiedenen chemischen Produkten raffiniert werden, die wir benötigen. Mhm. Wir sollten etwas davon finden und an die Oberfläche befördern. Mhm. Öl. Nennen wir es Öl. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich habe jetzt ein paar Sachen noch zwischendurch erforscht. Was ich jetzt doch brauche. Und Rohre haben wir jetzt auch nicht mehr so viel einstecken. Ja, ich muss irgendwie mal das Inventar aufräumen. So viel Zeug einstecken. Willst du mit mir reden? Komm her. Ja. Ja. Warte mal. Das schieben wir mal rüber. So, sowas ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn die Stacks so klein sind. Hier ist auch kein Slot mehr frei, aber das ziehen wir mal hier lang gerade. Den können wir mitnehmen. Da können wir von mir aus den für reinpacken. Und das hier. So, und dann haben wir hier auch noch Zeug. Das würde ich ja sonst gerne mitnehmen. Vielleicht brauche ich das auch gleich, wenn ich jetzt was herstelle. Ach hier, guck mal, ich habe übrigens viel Biomasse. Und diverse Fundamente, die sind jetzt auch nicht unwichtig. So, warte mal. Was brauchen wir denn jetzt? Ach so, hier, das hier brauchen wir. Das müssen wir dann erforschen. 45 Sekunden, das ist halt auch noch so ein Ding, ne? Die Forschung hier braucht lange. Und es hat trotzdem nur wenig an den Dingern gearbeitet. So, was brauchen wir denn hier? Tiefpumpe. Hochspannungsnetz. Echt jetzt? Okay, das heißt, wir brauchen Strommasten, haben wir ja. Niederspannung, okay. Auch Niederspannung, die Gasfackel. Und hier können wir Öl freischalten. Also die Forge, den Scanner, meine ich, freischalten. Gut, kommt jetzt. Ja, was denn los? Macht's dir Spaß da auf dem Band, ja? Ja, oh, ja, tolles Band. So, jetzt können wir mal rätseln. Einzelne Felder, die hier sind. Das hier ist natürlich großflächig, ne? Könnte man überlegen, ob man sagt, dass das hier irgendwie Olomid ist. Was auch immer dieses dunkelblaue da ist. Ansonsten wäre hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, hier ist auch dieses komische Blaue. Das ist nämlich gar nicht so weit weg. Dann können wir das irgendwie hier hinten bauen.
Ah, guck mal, das ist tiefer, ne? 72 Meter Höhe. Aber wir haben hier das nächste Erz quasi. So, Stromanlage läuft. Okay. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas Neues bekommen? Moment. Rohre haben wir. Die Dinger habe ich hier auch. Ach, guck mal, die können wir ja mal... Ich weiß nicht, will ich die im Inventar haben? Einen Slot habe ich dafür freigeräumt. Naja, erstmal nicht, wa? So, hier haben wir noch ein Gewächshaus. Und da können wir theoretisch Zeug herstellen. Biomasse. Ich weiß gerade nur nicht, wofür, ehrlich gesagt. Und man könnte sonst überlegen, ob man sagt, bevor wir das Igneum verheizen, verheizen wir denn das andere Zeug? Hm. Man weiß es nicht. Jedenfalls hat er hier auch keinen gelben Punkt irgendwie. Keine neue Forschung. Nee. Alles beim Alten. Sprengstoff könnte man mal ausprobieren. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Warte mal. Sprengstoff. Ach so, Techno. Ah, okay. Hm. Eigentlich schon fast was, um das irgendwie automatisiert herzustellen, ne? Naja. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Hier lang. Genau, das geht ja hier alles in die Dinger rein. Genau, und das wird doch weniger, ne? Man sieht's. Aber passt schon. 7 von 8 sind am Arbeiten, ne? Siehst du, das sind nicht auch einmal 8 von 8. Obwohl die Dinger hier durchlaufen, ne? Also die Ressourcen stehen ja. Tonga mal genug. Alles sehr schön. So, und jetzt wo diese Gießereien hier ja gar nicht mehr jeden Beton ausladen, müsste sich ja eigentlich auch, naja, der Zement da drin speichern. 6. Also es wird wahrscheinlich irgendwann passieren, aber offenbar noch nicht. Boah, hier, guck mal, sind 200 Blöcke fast drin. Er produziert auch nicht mehr. Ah ja, er nimmt auch nicht mehr auf als 6. Okay. Ja, ja, das war auch nochmal ein Gefrickel gewesen, oder? Ne, ihr seht, ich habe sie ausgebuddelt gehabt. Und quasi einmal neu aufgebaut. Hier auch ein bisschen ordentlicher, ne? Einmal die ersten 4 für die Schotter und dann nochmal 4 für den Zement. Sehr schöne Baureihe hier. So, da sind wir bei 90%. Dann gehen wir mal zu den Ressourcen, die wir gleich brauchen. Wir werden wahrscheinlich Stahl brauchen. Wie viel haben wir denn da einstecken? Ja, eben nicht so viel. So, machen wir mal so. Rohre. Machen wir mal 200. Sollte auch passen, ne? So. Dann erstmal neue Forschung. Aufzug. Machen wir mal. So, jetzt müssten wir eigentlich... Ja, hier genau, guck mal, da ist das Olomit. Olomit, hier hinten auch. Das auch, perfekt. Okay, und das ist sogar noch was anderes hier. Da gucken wir mal. Gut, das heißt... Ich würde erstmal das irgendwie nehmen. Und dann ist die Frage, wo verarbeiten wir das? Und wofür brauchen wir das? Hier gibt es Leiterplatten. Grüne Schaltkreise, ja, wie Factorio. Und dazu brauchen wir Polymer. Das Polymer, wenn ich das richtig sehe, das braucht flüssiges Polymer. Und das braucht übrigens eine Gießerei. Die müssen wir mal bauen. Ist ein bisschen die Frage, wie viel. Ich baue mal 5, das ist ein Stack voll. Ich mache mal eine Gasfackel. Ach, guck mal hier, Destillationskolonne. Ist ein bisschen die Frage, wie viel das verarbeiten kann. Tiefpumpe machen wir mal. Was haben wir hier? Rohre, Stahlträger, 30 jeweils. Haben wir ja eigentlich noch. Warum sind es nur 4? Fortgeschrittene Maschinenteile haben wir so wenig. Da bräuchte man mal ein paar von. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Wo haben wir die nochmal gebaut? Nehmen wir diese. So, ein Stack voll.
Da können wir jetzt ein bisschen mehr von bauen. So, dann haben wir noch die elektrischen Komponenten. Oder elektronische Komponenten. Ich weiß gerade nicht. Haben wir auch einen Stack voll mit. Und dann können wir trotzdem nicht so viel daraus bauen. Weil die Sachen hier dann tatsächlich fehlen. So, dann nehmen wir da nochmal was von mit. So. So. Okay, dann sind es immerhin 10. Okay, das ist gut. So, dann nehmen wir nochmal den einen Strommasten mit. Den können wir nämlich gleich mal brauchen. Und jetzt ist die Frage, wie nehme ich denn den Strom von hier? Wenn ich... Geht das? Nee, das geht so nicht, ne? Ich bräuchte ja einen Trafo quasi. Das heißt, ich fürchte, ich muss den Strom von hier hinten holen. Ah, und dann brauche ich natürlich auch noch einen Trafo. Oder? Nee, nur nicht, wenn ich nur die Pumpe aufstelle. Wir gucken mal. Wir nehmen erstmal Strom mit. So. Achso, und wahrscheinlich brauche ich eher die 5. Reichweite könnte echt ein bisschen größer sein. Wo will ich denn? Ach, warte mal. Guck mal, ich bin ja schon hier hinten. Und hier ist deutlich größer. Es ist halt über dem Wasser drüber weg. Aber wir hätten hier das nächste Ignium. Das wäre vielleicht auch nicht so falsch. Jo, weißt du was? Machen wir so. Wir haben eh eine Connection nach hier hinten. Passt schon. Ah, maximale Verbindung erreicht. Okay. Gut zu wissen. Noch? Ne. Ja, das ist halt im Weg. Perfekt. Oder auch nicht. So, auf dem Wasser geht es schlecht zu bauen, ne? Deswegen würde ich es mal hier unten lang mitnehmen. Mal gucken, ob ich hier so weit drüber komme überhaupt. Ja. Ich versuche mal die maximale Länge auszunutzen. Ja. Na komm schon, irgendwo muss doch hier, da, danke. So, und jetzt müssen wir doch gefühlt nochmal so langsam angekommen sein, oder? Ah ja, langsam tatsächlich. Oh, was ist denn das da? Ist es das da? Moment. Ein Aufzug? Das wird unsere Ambitionen sicherlich auf die nächste Ebene hieven. Lass uns unser Projekt in neue Höhen heben. Ja, und das ist sogar an der Oberfläche. Wieso brauche ich denn dann eine Tiefenpumpe? Das verstehe ich nicht. Lastenaufzug, oh. Sollten wir auf jeden Fall mal nehmen, denke ich. Kann ich das so abbauen? Nee, warte mal so. Nee. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen aus. Warte mal, so, wir machen mal diesen. So, dann machen wir hier einen Trafo hin. Den ich nicht hab. Dann bauen wir den. So, wir verbinden das. Und jetzt brauchen wir einen Miner. Habe ich einen Miner einstecken? Nee. Also nicht, dass ich... Ach doch, da. Warum geitert nicht? Keine Blöcke in Reichweite. Aha. Okay. So, ich weiß gerade gar nicht... Nee, warte mal. Den brauchen wir hier nicht, ne? Okay, wir brauchen diese Tiefenpumpe. 1800 Liter pro Minute. 200 Kilowatt. Hochspannungsnetz, na, gucken wir mal. Ach hier, guck mal, hat ja sogar so ein Teil da. Da geht's raus. Machen wir es mal hier lang.
Es muss hier draufstehen. Gut, wir machen es von mir aus so rum und ich frage mich gerade ernsthaft. Das ist doch nicht in sein Ernst, oder was? Ausgang Roholomit, ja. Also im Sinne von... Gut, das kriegt dann jetzt so den Strom hier. An welcher Stelle auch immer. Einmal hier hin. Und ich reserviere quasi jetzt schon mal einmal so ein Teil. Ach, da ist das Ding, okay. So, wir pumpen. Und ich frage mich ernsthaft... Und vor allem, also, muss ja wirklich recht so machen. Und selbst dann ist das Ding hier noch ziemlich hoch, ne? So. Ist das jetzt egal, wo man das Ding hinstellt? Und ist das viel? Aber es scheint immer gleich zu fördern, ne? Wo ist, warte mal, wo habe ich denn das gehabt? Ist da kleinerer? Hier ist es doch. Naja, es schiebt immer das gleiche raus, ne? Es steht nicht, dass das irgendwie davon abhängt, wo das draufsteht. Weil ich krieg ja hier noch zig Pumpen hingestellt jetzt. Nicht, dass ich traurig bin. Ja, und an weiser Voraussicht würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir da so ein Teil dran. Und wenn man dann die nächsten hier hinstellen, kann man die nächste Reihe direkt gegenüber stellen und alles durch ein Rohr pumpen. Ich weiß gar nicht, hat so ein Rohr endlich maximalen Durchfluss? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Also man weiß es nicht. So, aber okay, wir haben Öl. Jetzt ist nur fast die Frage, wo will man das verarbeiten? Hier wäre zwischendrin noch Luft. Warte mal, was sagt denn unser Herstellungszeug hier? Es gibt Abgase und das Polymer. Und für die grünen Schaltkreise, achso, die wir noch nicht haben, Aufzug. Lastenaufzug kommt, ist gut. Was brauchen wir dafür noch? Elektronische Komponenten. Also eigentlich ganz einfach sogar. Was kommt denn danach dann? Oh, Bergbaudrohne 2. Oh. Mit 4 Leiterplatten. Ah ja, guck mal. Drohnenreichweite 8. Wie viel hatten das erste? Anzahl der Drohnen 4 ist wahrscheinlich gleich, ne? Oh, hier ein großer Strommast. Oh. Ach, der braucht auch Polymer. Also Polymer ist dann anscheinend das, der neue Shit quasi. Machen wir erstmal den. Oh, guck mal, Batterien. Bauindustrie. Oh, wir nähern uns hier bestimmten Dingen an. Ah, alles hinter dieser grünen Leiterplatte. Okay, spannend. Was ist das hier? Olomit-Treibstoff. Roholomit. Macht Olomit niedriger Dichte mit Abgase. Okay, flüssiger Treibstoff. Tragbarer Treibstoff. Wofür das denn? Also ich sehe, dass ich das Xenoferrett brauche für den Behälter. Aber das wirkt so, der Behälter ist dann weg. Es gibt keinen Lernbehälter dann, ne? So ein bisschen schade. Rolltreppen. Kommt alles noch. Inventar. Hangartor ist auch End. Das ist eine Endforschung. Auch das ist eine Endforschung. Die machen wir zuerst. Rolltreppe auch. Und dann machen wir die Leiterplatte zum Schluss. Und dann haben wir hier neue Zeug. Oh, ein großer Transformator. Oh. Auch mit Leiterplatten. Also die brauchen wir dann wahrscheinlich für allen anderen Krams dann. So, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Olomit durch so ein Rohr passt, dann würde ich ja sagen, ach komm, wir ziehen das Rohr einfach wirklich bis hierher. Wir haben ja eh schon Fundamente in Reichweite. Wir brauchen ja vor allem hier noch die elektronischen Teile, das heißt mit dem Technum.
Und das wäre wahrscheinlich... Beziehungsweise, warte mal, wo ich... Wir können ja mal gucken, was gibt es denn hier noch? Ah, gucke mal. Naja. Aber Technum gibt es hier nicht. Das ist generell ein bisschen dünn, war. Hier drüben gibt es mehr davon. Ha. Ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach das Rohr hier durch. Da reichen wohl die 200 Dinger hier nicht, hä? Wie das klingt, hä? So, einfaches Schwimmen. Ah. So, da haben wir schon fast die Hälfte verbraucht jetzt. Na klasse. Also, wenn das nicht wieder geplant ist, ne? Also, das kann man sich doch nicht ausdenken. Ehrlich. Okay, wir machen es mal bis dahin. So, wir müssen eh gucken. Wir müssen wie hoch. Oder zur Seite. Wir könnten theoretisch hier lang gehen. Und von mir aus mal... Hier auf so einer Ebene irgendwie. Oder hier unten drunter irgendwie. Unter dem Fundament lang. Würde auch gehen. So, da ist hier... Da drüben läuft das Band. Könnte auch sagen, mal hier passt es auch durch. Irgendwo hier lang. So, ich hoffe, da steht jetzt nichts anderes mehr. So, jetzt einmal. Ah! Da geht's nicht. Es muss hier durch. Und dann geht das hier nach rechts. Okay. So, jetzt müssen wir mal eben feststellen, dass das nicht die gleiche Höhe ist. Das heißt, wir brauchen mal so ein paar Bögen. Mehrere. Genau so. So. Ist das die richtige Höhe? Sieht beide so aus, wa? Und. Den hier. Und jetzt nochmal. Tada. Es ist. Nein, das ist doch jetzt nicht dein. Oh. Also, ich weiß nicht, aber es sah so aus, als passt das. Oh. Warte mal, so. Und nochmal das Ganze. So. So. Irgendwie. So. So. Da ist das drin. Es wird schon sehr langsam sein jetzt, ne? Die Frage ist nämlich, wir haben kein Druckmesser. Ach, warte mal, was ist denn hier mit dem hier? Na, spülen will ich es nicht. Ich will es ja nicht leer machen. Das hätte ich gesagt, stellen wir hier eine Pumpe hin. Wie wäre das noch? Ne, so wollte ich das nicht. Na, wieso geht das nicht weg? Danke.
ich da eine Pumpe überhaupt einstecken? Da wird wieder so viel Zeug jetzt hier vollgeklattert. Sieht nicht so aus. Es braucht ja auch ein Fundament, ne? Wir können das erstmal so mit daran stellen. Müsste der Teil Strom haben? Ja, perfekt. Und wir sehen halt leider nicht, wie viel Druck es hat. Und was wir ebenfalls nicht sehen ist, wie wir da jetzt das Rohr dran geklippelt kriegen. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 64, gut, das sollte passen. Ja, nee, nee. Dann machen wir es ab hier. Dann können wir sicher sein, dass wir da treffen. So. Jetzt ist noch die Frage, bis wohin. Hier liegen wir auf jeden Fall schon mal mit dem Rohr. Und das ist echt Riesenfläche, ne? Also ich weiß nicht, was das Spiel denkt, wie viel wir davon holen. Wahnsinn. Ja, weil sonst ist die Frage, machen wir das jetzt hier einfach wirklich weiter direkt? Ebne ich das ein, würde ich off-camera machen, Fundament ziehen, Rohr nach oben und dann passt das. Würde sagen, machen wir so. Dann, Leute, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr wollt. Und ansonsten, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.